Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Wie heißt das goldene Kalb des 21. Jahrhunderts in Deutschland? Klimaschutz. Wenn dieses Wort fällt, setzt jede rationelle Diskussion in diesem Haus hier aus. Moment. Ausgehend von 1990 wollen wir den CO2-Ausstoß bis 2020 um 40% reduzieren. Deutschland hat einen Beitrag an den weltweiten CO2-Emissionen von ca. 2%. Mit unseren Einsparzielen können wir also ca. 1% des weltweiten CO2-Ausstoßes beeinflussen. Selbst unter der Annahme, dass CO2 tatsächlich einen Einfluss auf das Weltklima hätte, ist der deutsche Einfluss praktisch unbedeutend. Ich will aber trotzdem die deutschen Ziele mal kurz in Maßnahmen ableiten. Vereinfachend betrachten wir mal die energiebedingten Emissionen. Der Verkehrssektor hat über die letzten 10 Jahre einen weitgehend konstanten CO2-Beitrag. Und warum das auch so bleibt, das erkläre ich etwas später in der Rede. Nehmen wir mal an, alle Bereiche außer Verkehr erfüllen die Zielvorgabe. Was bedeutet das für die Stromversorgung, Stromerzeugung? Die Summe aus Stromerzeugung und Verkehr betrug 2015 ca. 500 Megatonnen CO2. Von unserem Einsparziel waren wir ca. 90 Megatonnen CO2 entfernt. In den letzten 2 Jahren hat man ca. 9 Terawattstunden auf erneuerbare Energiequellen übertragen. Da fehlen aber noch 81 Terawattstunden. 2019 schalten wir, weil wir es uns ja leisten können und noch genug Reserven haben, noch ein CO2-neutrales Kernkraftwerk ab. Bis 2020 müsste ein Viertel der Kraftwerkskapazität der Öl-, Kohle- und Gaskraftwerke durch erneuerbare Energien ersetzt werden. Auf Windkraft bezogen erfordert das einen Zubau von 15.000 Megawatt pro Jahr, nicht 2.900 Megawatt. Vorwiegend in Süddeutschland müssten ca. 15.000 neue Windräder der 3-Megawatt-Klasse gebaut werden. 3-Megawatt-Klasse, das sind die 200 Meter hohen Türme. Ich wiederhole das gerne nochmal für die, die vielleicht nicht mitkommen. Es sind ja auch viele Zahlen für Philologen und so weiter schwierig. Um die CO2-Ziele zu erreichen, bräuchten wir ca. 15.000 neue Windräder mit 200 Meter Höhe, vorwiegend in Hessen, Bayern und Baden-Württemberg. Mit ca. 6.000 neuen Windrädern in Fernsehturmhöhe in Bayern ist das Thema Wohlfühlen in der Heimat erledigt. Da hilft Ihnen auch kein Heimatministerium. Durch. Merken Sie eigentlich was? Noch nicht einmal CO2-Einsparungen von 40% können mit realistischen Annahmen überhaupt erreicht werden. Wie weit sich dieses Parlament von der Realität entfernt hat, erkennt man daran, dass in den letzten Jahren niemand hier die CO2-Ziele in technisch realisierbare Maßnahmen abgeleitet hat. Und das hat in dem Einzug der AfD jetzt ein Ende. Die Energiewende ist ein schönes Märchen. Es gibt keinen Plan zur Realisierung. Für das Parlament eines modernen Industriestaats ist die permanente Vortäuschung der Machbarkeit des Energiewendemärchens ein absolutes Armutszeugnis. Und jetzt komme ich zu meinem Lieblingsthema. Etwas ganz Besonderes ist die immer wieder proklamierte CO2-Einsparung durch Elektromobilität im Verkehrssektor. Und da sollten Sie mir zuhören, da kenne ich mich besser aus als wahrscheinlich jeder hier. In der idealen Welt soll der Strom für Elektrofahrzeuge aus erneuerbaren Energien kommen. In der realen Welt des Jahres 2020 kommt der Strom, ja, Sie sagen aus der Steckdose, in der realen Welt des Jahres 2020 haben wir einen Strommix von ca. 51% fossilen Energieträgern. Da sind übrigens die CO2-neutralen Kernkraftwerke noch enthalten. Mit diesem Strommix erzeugt das derzeit populärste Elektroauto, dieses schicke Produkt aus Kalifornien, mehr CO2 als ein gleichwertiges Fahrzeug mit Dieselmotor. Ja, nochmal, ganz langsam.
Ein Elektroauto erzeugt aufgrund des deutschen Strommixes im Jahre 2020 mehr CO2 als ein moderner Diesel aus regionaler Erzeugung. Ja? So ist es nämlich. Und wer die Förderung von Elektroautos betreibt, kann also keinesfalls die CO2-Reduzierung als Ziel haben. Statt sachlich die Probleme in diesem Land zu lösen, vernebeln Sie die Fakten. Die Menschen in diesem Land haben ein Recht darauf, dass wir hier ihre Interessen vertreten. Durch ihre Politik lösen sie kein tatsächliches oder vermeintliches Problem im Bereich Umwelt. Sie schaffen aber ein Problem für viele Arbeitnehmer in der deutschen Maschinenbau- und Autoindustrie. Denken Sie bitte an Ihre Redezeit, die ist schon deutlich abgelaufen. Das einzig denkbare Motiv ist die angestrebte Deindustrialisierung des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Bei den Damen und Herren von Linken und Grünen überrascht mich das nicht. Die Protektion von Elektroautos durch die CDU, CSU, SPD und FDP kann ich nur mit mangelndem Sachverstand erklären. Das macht nichts. Dieses Defizit lösen wir jetzt auf. Entschuldigen Sie, Sie sind weit drüber. Die AfD-Fraktion lehnt die scheinheilige Proklamation der angestrebten Klimaziele für 2020 ab. Zumindest so lange, Ihre Rede ist abgelaufen. Konzept gibt, wie man fossile Energieträger ersetzen will. Ich bedanke mich, bin gleich fertig. Nee, Sie sind nicht gleich fertig, Sie sind jetzt fertig. Ich bin jetzt fertig. Gut. Fürs Erste folgen wir der Beschlussempfehlung des Wirtschaftsausschusses zur Annahme dieses Antrags. Danke. Sagen Sie das bitte. Gut, das war die erste Rede, deswegen...